Ich denke, dann kommen die Gifted Subs einfach irgendwann. Hoffe es. Und es kann dann vielleicht auch sein, dass die im Dashboard angezeigt werden, einfach, während ich offline bin. Aber im Idealfall werden die natürlich direkt gezeigt. Ich meine, das Level habe ich mal auf Super Expert gesehen. Wobei, nee. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wobei, der Anfang mit den Hammerbrüdern, der kam mir so bekannt vor. Verdammt. Sehr schön, sehr schön. Alles klar, Markus, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und. Oh mein Gott. Danke fürs Reinschauen. Okay, nice. Ja, gut. Leider auch wieder kein Leben, ey. Dankeschön. Oh, das reicht nicht, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Oh doch, okay. Am Ende noch ein schwieriger Sprung. Perfekt, perfekt. Charon? Ich mag das Auto nicht. Mag das Auto nicht. Aber ja, 10 Sekunden. Komm. Okay. Ich wundere mich, dass ich noch lebe. Okay, gibt's hier nochmal ein Auto? Ah, da braucht das Auto gar nicht. Das ist ein Fake. Ich dachte, ich brauche das Auto. Ich dachte, das wäre eine Zielbedingung. Und ja. Und Shadow. Ja, moin. Shadowwolf. Jetzt kam alles auf einmal. Shadowwolf, vielen Dank für 5 Euro. Und vielen Dank auch an die 2 Gifted Subs. Da sind sie ja. Lustig, dass das jetzt alles auf einmal kam. Ich weiß nicht, wann du die Donation auch noch rausgehauen hast, aber wahrscheinlich war das auch schon früher. Und ja, vielen, vielen Dank, Pascal, für deine Spende, für deinen Support und für die 2 Gifted Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Und viel Spaß mit den Emotes an Limoncharo und an EP19. Vielen, vielen Dank. Und hier geht's ab. Ich weiß leider nicht, wo ich rein muss. Oh, jetzt habe ich mich nicht nach links und rechts bewegt. Und jetzt sind die Wolken normal schnell. Das ist gut. Aber ja, freut mich, dass es geklappt hat. Dann kann das sein, dass das, dass du das immer machen musst. Weil das halt echt Quatsch wäre. Und hier dachte ich eigentlich, dass das aufgeht. Müsste ja irgendwo ein On-Off-Switch sein. Ja, genau. Das ist gemein. Okay. Weil den sieht man halt nicht, wenn man unten schwimmt. Pick-up-Path, ernsthaft? Okay. Ja, leider keine Leben. Schade. Blutflasche? Okay. Wir müssen ja eigentlich den Stern kriegen. Und wir kriegen die Sterne. Okay. Ich kann jonglieren. Deswegen denke ich, dass ich das hinkriege. Jetzt 36 Sekunden ist der Rekord. Und die Frage jetzt. Oh nee, ich hatte hier an den Eis zappen müssen. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Und ich denke, ich krieg das hin. Auch wenn diese Viecher nicht so wie Jonglierbälle funktionieren. Oh, sehr gut. Oh mein Gott. Ja, das war nicht gut. Aber das ist eigentlich ein cooles Level. Muss ich sagen. Da kann man sich nicht beschweren. Scheiße, ich hätte stehen bleiben müssen.
Okay, noch zwei. Oh mein Gott. Ja, wir dürfen nicht zu gierig sein. Das ist wichtig. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, noch zweimal. Dreimal. Okay, das müsste passen. Let's go. Egal, wir bleiben hier. Okay, let's go. Dann kriegen wir wenigstens das eine Leben? Nein, schade. Schade, dass wir überhaupt kein Leben kriegen. Aber egal. Und Dennis, danke dir für dein Follow und willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Ja, ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen mehr skippen. Sonst kriegen wir... Sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Oh mein Gott. Okay. Meine Güte, warum macht denn der Sprung so blöde? Ich brauche hier keinen Dreiersprung. Ich hätte mir hier drei Leben farmen können. Okay. So, jetzt sind wir ganz safe. Wobei, nee, es ist blöde. Wie krieg ich jetzt den Panzer? Ich krieg den Panzer nicht. Aber gut, wenn ich jetzt ins Ziel gehe, dann kriege ich auch drei Leben, ne? Ja, okay. Gut, passt. Ist in Ordnung. Spielst du auch auf TikTok? Mit TikTok habe ich gar nichts am Hut. Ich bin eher auf Twitch. Aber ja, ich habe mir schon mal überlegt, da auch auf TikTok was zu machen, aber weiß ich nicht. Es ist nicht so meine Seite. Ich glaube, ich muss da an die Tür. Okay. Okay. Ich hätte den, glaube ich, hier drauflegen müssen, ne? Ja, und dann mit dem Swamp hätte ich den kriegen müssen. Das geht eigentlich ganz gut klar. Das geht auch ganz gut klar. Oh, die Stelle ist eventuell gemein. Weil das geht eigentlich auch ganz gut klar. Ja, wir können das Level schaffen. Ja. Nee, TikTok, keine Ahnung. Aber man überlegt sich halt schon manchmal, weil da sind halt schon viele Leute theoretisch unterwegs, ne? Vielleicht kann man da den einen oder anderen auf Twitch bringen. Aber an sich lohnt sich das, glaube ich, nicht. Da würde ich keinen Mod machen. Oha. Ja, weiß nicht, also... Es gibt auch coole Leute auf TikTok und so. Ich meine, ich kenne ja auch einige, die auf... Einige Zuschauer, die auch auf TikTok unterwegs sind. Also das geht schon. Hat's nur... Ja. Bin halt selber nicht so... Auf TikTok, ne? Auch wenn es da wirklich viele Leute gibt. Also ich könnte da die Reichweite schon nochmal vergrößern. Ich glaube, es ist aktuell gut so, wie ich es jetzt mache. Also wenn ich auf TikTok wäre, würde ich parallel auf TikTok streamen. Genau, auf TikTok verdient man an sich nicht viel Geld. Aber wenn dann, weiß ich nicht, was durch Donations und so reinkommt. Und halt vielleicht kann man Leute auf Twitch rüberbringen, ne? Das... Darüber würde es halt dann gehen. Und ich glaube, das Level will ich nicht spielen. Aber tun wir es uns an. Ich sehe zumindest bisher keine Todesröhre. Naja, ich finde, ich habe aktuell viele Zuschauer. Also, vielen Dank an alle, die hier am Start sind. Und ja. Ha!
da freue ich mich sehr. Weil ich kein TikTok habe, kann ich kein Bot machen. Ja, stimmt, das, das bräuchte ich dann, ne? Ich schaue Mario Maker mega gerne. Gibt viele, die meisten wissen nicht, dass du hier spielst. War Zufall, dass ich dich hier gesehen habe. Ja, also es gibt auf Twitch viele, viele gute Leute. Ah ja, TikTok, ja, gibt's halt schon auch viele potenzielle Zuschauer, ne? Aber ich muss halt dann so ein bisschen drauf hoffen, dass die Leute, die halt irgendeinen Multistreamer angucken, dass die Leute sich halt so ein bisschen auf Twitch umgucken und dann sehen, oh, der spielt gut. Der spielt ehrlich. Der schummelt nicht. Und hier wäre das Ziel. Ich brauche hier das Ziel. Aber jetzt, mir fehlt noch der Schlüssel hier. Okay, nice. Jetzt fehlt mir noch die Münze. Aber die kriege ich von hier nicht. Oh mein Gott. Ja, ich komme auch nicht mehr zurück. Okay, ich hätte es nicht spielen dürfen. Du spielst ehrlich und schummelst nicht. Klingt nicht nach TikTok-Kunde. Nee. Es gibt halt eine Person, die behauptet halt, dass die Leute, die halt viele Clears haben, dass die halt nicht ehrlich spielen. Was halt absoluter Quatsch ist. Einmal hat die Person sogar behauptet, dass die Leute einen TAS-Bot benutzen. Da denke ich mir auch so, wie kann man so seine Zuschauer halten, wenn man halt offensichtlich diese Zuschauer belügt? Und ich meine, jeder, der sich ein bisschen informiert, sieht doch, dass es hier viele ehrliche Spieler gibt, die keinen Führer nutzen oder sonstiges. Also. Oh Gott. Aber es scheint noch nicht so bei TikTok angekommen zu sein. Da könnte ich natürlich dann so einen Gegenpol darstellen, wenn ich jetzt parallel auf TikTok streamen würde, ne? Ja, ist Blue wieder am Start. Ja. Wo sind die Leben, ja. Die Person kommt nur nicht damit klar, dass der eigene Skill nicht reicht. Es wäre gar nicht mal so schlimm, ne? Also, es ist ja vollkommen okay, wenn man nicht so gut spielt. Aber wenn man dann quasi behauptet, dass andere Leute schummeln oder so, nur damit man halt quasi eine Lüge vorspielen kann bei seinen eigenen Zuschauern, das kann halt auf Dauer nicht funktionieren. Ne? Und wenn man dann Leute anfängt zu bannen, wenn die mal irgendjemanden erwähnen, der halt ein paar mehr Clears hat, das geht halt gar nicht klar. Okay, danke schön. Und Hermits, danke dir für dein Follow und willkommen im Stream. Okay, 1 Minute 3. Okay, ich glaube tatsächlich, dass das hier der Schwierigkeitsgrad ist, hier auf den. Hier stehen zu bleiben, ja. Dennis! Dennis, vielen, vielen, vielen Dank für dein Sub, für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen. Viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Okay, nice. Verblendung der Wahrheit und schön zu quatschen klappt immer besser als die Realität zu akzeptieren. Ja, ich habe auch, wie gesagt, kein Problem damit. Aber man sollte halt nicht Leute leugnen. Weil das ist halt immer, das wird auf Dauer nicht funktionieren. So, perfekt. Ja, hier ist definitiv die Schwierigkeit, da auf der Knochenbahn zu bleiben. Aber es geht tatsächlich. Sehr gut. Und Toadette ist am Start. Ich hab grad Toadette gesucht. Toadette ist hier. Und ja, Ziel. Ich versuche das Leben zu bekommen.
Das könnte passen. Na, schade. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen länger warten. Damit ich den Pilz kriege, damit ich das One-Up kriege. Okay, nice. Oh, der hat sich versteckt.